bin Dieter Nägelke, Kunsthistoriker mit einem mittlerweile über 30 Jahre gewachsenen Schwerpunkt in der Architekturgeschichte des 19. und des 20. Jahrhunderts. Ich bin 2001 als Gründungsgeschäftsführer des Schinkel-Zentrums für Architektur, Stadtforschung und Denkmalpflege nach Berlin gekommen und war seitdem immer mal wieder mit Schinkel und auch immer mal wieder mit der Bauakademie befasst. Heute leite ich das Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin, die ja die institutionelle, so können wir es glaube ich sagen, Nachfolgerin der Bauakademie als Lehranstalt ist, sodass wir schon von daher ein besonderes Interesse an der Wiedererrichtung unseres Mutterhauses und natürlich auch an einer institutionellen und auch inhaltlichen Beteiligung daran haben. Naja, ich finde ja nicht, dass etwas, das einmal von Menschen gemacht, also von einem Menschen, Karl Friedrich Schinkel, entworfen und dann von vielen Menschen, die wir gar nicht mehr kennen, aus von Menschenhand geformten Ziegelsteinen und Terrakotten über 5 Jahre Stück um Stück errichtet worden ist, dass das besonders mythisch ist. Und wäre die Bauakademie 1962 nicht Stück um Stück abgetragen worden oder wäre sie, wie damals geplant, aus diesen abgetragenen Teilen Stück um Stück und an anderer Stelle wieder aufgebaut worden, wir würden, glaube ich, nicht über einen Mythos sprechen, oder? Ich glaube, wir würden die Bauakademie sehen, also erstens ganz selbstverständlich als ein mit all seinen Veränderungen und Blessuren durch die Zeiten gegangenes Baudenkmal, also als einen historischen Ort. Aber genauso würden wir sie zweitens in jener architektonischen Besonderheit und Einzigartigkeit sehen, mit der sie ja seit ihrer Eröffnung am 1. April 1836 immer wieder beschrieben worden ist. Mit nicht nur positiv übrigens, denn der rote Kasten, den Sie erwähnen, der war ja ursprünglich überhaupt nicht nett gemeint. Das war kein freundliches Wort, sondern es war eigentlich ein Schimpfwort für die Bauakademie in dieser Zeit. Die Bauakademie hat eben von Anfang an Anstoß erregt und ganz offensichtlich kann sie das auch heute noch. Es ist mir ganz wichtig, diese beiden Ebenen in der Sicht auf die Bauakademie auseinanderzuhalten. Es gab ein Baudenkmal. Und dieses Baudenkmal ist weg, dieses Baudenkmal ist verloren und das kriegen wir auch nicht mehr zurück. Auf gar keinen Fall. Und es gab eben zweitens dieses Anstoßerregende, dieses zur Auseinandersetzung auffordernde, dieses Schlüsselwerk der Architekturgeschichte, dass wir aus den Quellen gut genug kennen, um es genau genug rekonstruieren zu können, auf das seine Bedeutung wieder unmittelbar sichtbar würde. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass das überhaupt geht. Denn ein Schlüssel war dieses Gebäude der Bauakademie wirklich. Es war der Schlüssel, mit dem Schinkel die Tür zwischen Tradition und Moderne geöffnet hat. Und es ist ein Schlüssel für uns oder es kann so ein Schlüssel wieder werden, weil es uns eben wie kein anderes Bauwerk ein Verständnis öffnen kann für diese Epochenschwelle zur Moderne, die zu verstehen für uns, glaube ich jedenfalls, umso wichtiger wird, je mehr wir erkennen müssen, wie wenig Fortschritt und Wachstum allein noch zukunftsweisend sind. Und deswegen ist es ja so falsch, die Wiedererrichtung der Bauakademie in einen Topf zu rühren mit der Rekonstruktion des Berliner Schlosses oder bewahre sogar mit der Potsdamer Garnisonkirche. Da und dort geht es nun wirklich um nostalgische Stadtbildpflege, die man meinetwegen ja schön finden kann, das ist Geschmackssache, bei der man sich aber freilich immer auch fragen muss, ob die damit verbundenen Geschichtsbilder noch relevant für uns sind oder gar passend. Sind sie nicht, denke ich jedenfalls. Und da besteht bei der Bauakademie doch überhaupt kein Zweifel.
Wer die Bauakademie mit Preußen-Nostalgie verbindet, der hat sie schlichtweg nicht verstanden. Und deshalb, um auf Ihre Frage zurückzukommen, muss sich auch niemand an einem Mythos abarbeiten. Lesen Sie die Diskussion, die intensiven Diskussionen aus den 1990er Jahren nach dem Abriss des DDR-Außenministeriums, dann werden Sie feststellen, wie fundiert und wie sachlich die Auseinandersetzung damals geführt wurde. Und ich erinnere daran, dass es auch damals Architekten waren, allen voran Josef Paul Kleihus, die sich mit unfassbarem Engagement für die Rekonstruktion dieser Bauakademie eingesetzt haben. Und vielleicht am Rande erwähnt, Oswald Matthias Ungers, der nun weiß Gott nicht RICO-verdächtig ist, hat sich übrigens ohne jedes Wenn und Aber für eine 1:1-Rekonstruktion nicht nur außen, sondern auch des Grundrisses stark gemacht. Naja, ich finde ja nicht, dass die Moderne, was immer das ist, nur Belanglosigkeiten hervorgebracht hat. Und mal abgesehen davon, dass es offensichtlich ganz einfach unserer anthropologischen Ambivalenz, nenne ich das mal, entspricht, immer wieder Aufspalten zu mischen zwischen Jägern und Sammlern, ja, zwischen Suchenden und Bewahrenden, zwischen Modernisten und Traditionalisten, um zur Architektur zu kommen, wirklich zielführend ist das, denke ich, doch nicht. Und eben erst recht nicht in der Architektur, wo es ja, glaube ich, immer um beides geht, eben das Bestehende weiterzubauen oder auch das Neue aus dem Alten fortzuentwickeln. Die Moderne in einem weiteren, also in einem zum Beginn des industriellen Zeitalters zurückblickenden Sinn, erwächst ja aus dem Traditionsbruch, mit dem sich die Aufklärung und die Revolution gegen die bis dahin unverrückbare Ordnung von Kirche und Herrschaft gestellt haben. Und genau hier liegt die Besonderheit der Bauakademie, genau hier wird sie eben zu einem Schlüsselwerk, wie gesagt. Schinkel reflektiert mit ihr diesen Epochenbruch, und zwar gründlich. Ja. Er verzichtet auf Hierarchie, das ist alles bekannt, er macht sie zu allen Seiten gleich, er verzichtet auf Sandstein und er verzichtet auf aufwendigen Putz, er wählt stattdessen das Ziegelmaterial und die Terrakotten, veredelt es und zeigt die Konstruktion nach außen. Und ich glaube, wir können uns das heute und nach der ganz langen Vorbildwirkung und den ganz langen Sehweisen dieser Bauakademie gar nicht mehr vorstellen, wie sperrig sie damals eigentlich war. Sperrig war sie in der Abkehr eben von der Konvention hin zu einer, sagen wir mal, konzeptuellen Vorstellung von Architektur. Das war wirklich etwas Neues. Es ging Schinkel auf den allerkürzesten Nenner gebracht, nicht mehr um etwas Gefälliges, sondern um ein Statement zum Bauen schlechthin. Also um ein Statement seiner Überzeugungen, die er ja vielleicht nur einmal so explizit zeigen konnte, eben in diesem einen und einmaligen Bau, der von seiner Aufgabenstellung her als Bauschule und als Sitz der Bauverwaltung gewissermaßen sein Zuhause war. Und tatsächlich hatte er ja auch in dieser Bauakademie seine eigene Wohnung. Ja, und diese Wohnung hatte einen Blick zum Berliner Stadtschloss. Und wenn wir dann umgekehrt auf den König gucken, tatsächlich konnte der König, also der spätere König Friedrich Wilhelm IV., mit dem Schinkel ja durchaus freundschaftlich verbunden war, also dieser Friedrich Wilhelm IV. Mit der Kuppel, mit dieser Bauakademie nicht viel anfangen. Mit diesem modernen Kasten. Ja, aus seiner Perspektive würde ich sagen, war die Bauakademie in dieser Modernität durchaus bedrohlich. Schinkel strebte dabei, auch das sollten wir vielleicht an der Stelle sagen, nicht um ein Anderssein um seiner selbst willen, das wäre eben ein modernes Merkmal, wenn er unbedingt originell hätte sein wollen, sondern er war, würde ich sagen, auf der Suche nach dem Zeitgemäßen. Ja, Schinkel wusste ja, dass das
Besondere, er wusste um das Besondere seiner Zeit, er wusste um den Aufbruch seiner eigenen Epoche. Als Beamter war er Teil der preußischen Reformen gewesen und von der Restauration 1815 nach den Befreiungskriegen, in den Befreiungskriegen, da war er durchaus enttäuscht. Auf seiner Englandreise 1826, da hatte er Manchester gesehen. Und in Manchester hatte er gesehen, was die industrielle Revolution für das Bauen bedeuten kann. Das ist diese bekannte Zeichnung von ihm, ja, riesige Fabrikklötze aus Ziegeln mit Stützen und Trägern aus Eisen. Und das war für Schinkel interessant, aber es war eben zugleich natürlich auch das nackteste Bedürfnis schlechthin. Das war interessant, erschreckend, aufregend und düster zugleich. Und diese Zeichnungen, die gehören, glaube ich, wirklich zu dem eindrücklichsten, was wir von ihm kennen. Und dieses Erlebnis, das beschäftigte ihn vielleicht ja noch mehr als seine ganz genaue Kenntnis und eigene Anschauung der komplexen und kunstvollen Ziegeltechnik des deutschen Mittelalters oder der italienischen Lombardei, mit der er sich ja auch beschäftigt hatte. Und ich finde wirklich, es ist ein Jammer, dass wir keine so etwas wie Vorentwürfe von ihm für die Bauakademie kennen. Da gibt es gar nichts, wo wir sozusagen sein Ringen auch in der Zeichnung hätten sehen können. Aber was wir kennen, ist eben diese bekannte verbale Zusammenfassung dieses Ringens mit der Architektur. Und es geht, dieses Zitat, sehr bald, wie geht es, geriet ich in den Fehler der rein radikalen Abstraktion, wo ich das Werk allein aus seinem Zweck und seiner Konstruktion entwickeln wollte. Und dann weiter, in diesem Fall, also in dieser Abstraktion, entstand dann etwas sehr Trockenes und Starres, das der Freiheit ermangelte und das Historische und das Poetische, das sind diese Schlüsselbegriffe für ihn, ganz ausschloss. Und das ist doch ein Punkt, wo ich finde, ja, dass es wirklich, wirklich spannend wird. Schinkel misst, und zwar im Geiste und auf dem Papier, die Möglichkeiten eines bedingungslosen, würde ich sagen, ja eines voraussetzungslosen Funktionalismus einmal aus, um am Ende, nachdem er das getan hat, so etwas wie ein Postfunktionalist zu werden. Und das ist doch, ja, das ist doch großartig, oder? So bringt er, denke ich, Tradition und Moderne in eine ganz klare dialektische Beziehung. Er sagt es an anderer Stelle nochmal so, der Mensch sucht unter wechselnden Bedingungen, das meint eben seine Erfahrung an der Epochenschwelle, diese wechselnden Bedingungen, also wie geht's genau, der Mensch sucht unter der ständig wechselnden Gestaltung der Welt, so sagt er es, unter der ständig wechselnden Gestaltung der Welt sucht der Mensch etwas Beständiges. Und da muss ich anschließen, er sucht es eben nicht, um daran ängstlich festzuhalten, sondern, so sagt Schinkel es dann weiter, um das Gefundene fortzubilden. So, und wenn Sie jetzt sagen, das sei doch der beste Grund, die Bauakademie nicht zu rekonstruieren, dann sage ich doch. Denn genau diese Anschauung, in genau dieser Tiefe einer durchdachten architektonischen Haltung, ist der Denkstein, als den die Bauakademie mal bezeichnet wurde. Und als genau dieser Denkstein fehlt uns die Bauakademie, zumal wir ja selbst an einer Epochenstelle stehen. Ah, dann ist Sommer und es ist sehr heiß und eigentlich gibt es ja gar keinen Grund, den Schinkelplatz zu besuchen, aber ich glaube, ich will eine Limonade trinken. Im Schatten von 25 Kastanien, die gepflanzt wurden, nachdem man sich 2023 weder auf eine vernünftige Nutzung noch auf ein vernünftiges Verfahren hatte einigen können. Es ist ja besser, nicht zu bauen, als falsch zu bauen. Das meinte deshalb unser Finanzminister damals. Und man trifft dort heute sehr regelmäßig alle namhaften und auch weniger namhaften Architektinnen und Architekten der Welt, denn in der Mitte dieses Kastanienwäldchens, da ist über Nacht ein riesiger Ziegelstein aufgetaucht, in dem Schinkels Spazierstock steckt. Und wer diesen Spazierstock herausziehen könne, so heißt es,
würde ihm nachfolgen und dürfte, ohne dass irgendjemand anders reinquatschen könnte, die neue Bauakademie entwerfen. Nein, natürlich freue ich mich über die Bauakademie von 1836 und ich freue mich darüber, dass es im Wettstreit der Ideen gelungen ist, dieses Gebäude so an das 21. Jahrhundert anzupassen, wie es sich von selbst angepasst und entwickelt hätte, wäre es nie abgerissen worden. Und es war ein langer Weg, auf dem sich alle Beteiligten immer wieder dieses Schlüsselcharakters der Bauakademie vergewissert haben und mehrfach dieser Falle der reinen radikalen Abstraktion entkommen sind und am Ende etwas Beständiges fortgebildet haben. Übrigens, da bin ich mir sicher, als Vollziegelbau mit Recyclingmaterial, wo immer es ging, und den allerbesten, allerfeinsten neuen Ziegeln und Terrakotten, die im Umland Berlins mit grünem Wasserstoff gebrannt und mittels solarbetriebener Lastkähne direkt in den Kupfergraben verschifft worden sind.